Guten Tag, mein Name ist Sarah Majorzik. Ich bin Ressortleiterin des Bereiches Leben und Wissen bei der Bild-Zeitung. Und ich habe heute Herrn Professor Werner Hohenberger zu Gast, Präsident der Deutschen Krebsgesellschaft. Wir haben gemeinsam mit dem Zabert-Sandmann-Verlag ein Buch herausgegeben, das Krebsbuch, um die Menschen über die Krankheit zu informieren. Herr Professor Hohenberger, die meisten Patienten werden von der Diagnose Krebs sehr überrascht und reagieren natürlich mit Schock und Verzweiflung. Wie bringen Sie einem Patienten eine solche Nachricht bei? Auf diese Information hin reagieren die Menschen unterschiedlich. Aber viele fühlen sich, wie wenn die Füße weggezogen seien. Und wenn sie einem Arzt dann begegnen, der sie weiter behandeln soll, dann sind sie häufiger schon näher informiert und das Gespräch mit ihm fällt einem dann einfacher. Was hat Sie veranlasst, die Menschen mit einem solchen Buch eben zu informieren? Wir, die Deutsche Krebsgesellschaft, haben dieses Projekt sehr gerne aufgegriffen. Denn unsere Aufgabe ist es, Krebs zu bekämpfen, letztlich für unsere Patienten. Und dies bedeutet, dass wir die Forschung unterstützen, die Therapie voranzubringen, die Diagnostik, Menschen zu motivieren, dass sie zu Vorsorgeuntersuchungen gehen. Und dann kommt etwas dazu, nämlich dass die Behandlung und Diagnostik von Krebs immer komplexer wird. Die Aussichten werden besser, aber damit ist verbunden ein vielfacher Wissensanstieg, den selbst viele Ärzte nicht mehr schultern. Und Patienten verstehen dies umso weniger. Und deshalb brauchen sie Informationen, denn auch das erkennen wir, der informierte Patient ist derjenige, mit dem man am besten zum Erfolg kommt. Dieses Buch ist tatsächlich in gewisser Weise einzigartig. Und zwar deshalb, weil es nicht einzelne Erkrankungen beschreibt oder einzelne diagnostische Schritte oder insbesondere die Vorsorge herausgreift, sondern alles von dem beschreibt. Es lässt auch Betroffene zu Wort kommen. Es befasst sich auch mit sozialrechtlichen Fragen und gibt gute Informationen. Es sind am Schluss alle wesentlichen Krebserkrankungen abgehandelt in einer gewissen verständlichen Systematik. Und vor allen Dingen, es ist geschrieben worden von einer Journalistin. Auch wir Ärzte wissen, mit Patienten zu sprechen, aber Journalisten sind dazu trainiert, dem Patienten besonders das Wort zu vermitteln. Und glaube ich, das kommt auch hier sehr gut zum Ausdruck.